Ja, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde 2v2 mit Salzwerk. Hallo. Und wir versuchen mal ein paar vernünftige Strats an den Mann zu bringen. Das heißt, diese Fehler, die wir im Turnier gemacht haben, ja, mal abzuschalten, ne? Das wäre schon mal ganz schön. Wenn das nicht mehr so eine Totalkatastrophe wäre. Ich hab's vielleicht jetzt schon verkackt. Ja, sehr gut. Ja, das war's auch wieder. Ich hoffe, ja, es hat danke euch fürs Zuschauen. In dem Sinne dann, ne? Bis zum nächsten Mal. So. Ja, einfach ein laufendes Meme. Ich probiere etwas, Steffen. I'll try something. Oh Junge, ich war gestern laufen, ne? Es hat ja so geschüttet. Mir war nicht kalt, aber es hat wirklich geschüttet. Es war am Regnen. Stimmt, habe ich gesehen. Du warst echt fix unterwegs, mein Junge. Naja. Hut ab? Naja, schon. Also war jetzt nicht so bad. Ich war schon mal. Fürs erste Mal? Ja, genau, dafür war es okay. Aber ich war schon mal deutlich. Also seit wann ist die Frage? Wann warst du das letzte Mal? Ja, vor 4 Monaten ungefähr. Ich glaube, der hat schon wieder ein Shitty Mate bekommen. Das hat aber nur eine. Oh. Ja. Er braucht seine ganzen Mien. Aber egal, es geht um Execution. Na gut, na gut. Wir müssen. Na gut. Die Gegner zerlegen. Ja. Das sind nicht irgendwelche Randoms. Das ist einfach Eden und Matteo in einem Team. Und genauso müssen wir jetzt auch spielen. Der Ethan und. Le Matteo. Müssen in deren Köpfe rein. Die richtig auseinandernehmen. Was hältst du von Armadillo als Commander Pick? Gegen Eden? Also, es wäre ein krasser Disrespect. Ich fände es auch lustig. Also, was heißt ein krasser Disrespect? So, ich habe vom Parasiten ordentlich aufs Maul bekommen. Und wir haben Finn und Amu damit auch richtig schön weggesehen. Ja, also, okay. Ja, naja, es ist ein kleiner Impick, schon klar. Erstmal Armadillo rechtfertigen, oder? Erstmal Armadillo. Ich find's cool. Also kommt natürlich auf die Map drauf an, ne? Aber. Was willst du so denn bauen? Tier 3 Gunner oder was? Tier 3 Gunner, hä? Ja, die. Achso, RP-Mini-Gunner. Ja, ja, klar, klar, genau. Exactly. Moment, Pinchfist Timing ist gerade so unfassbar bad, ne? Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Und es passt nicht, ich raste aus, Steffen. Da muss ich ausrasten. Absolut. Oh, ich floate doch schon wieder. Warum geht das nicht? Was ist denn das? Wie kann es sein, dass ich eine Strebe in eine Tür umwandle, das aber nicht geht und erst dann in Hintergrundholz umwandeln? Wo er so merkt, oh ja, scheiße, geht gar nicht. Ja, machen wir mal Hintergrundholz draus, oder was? Rasch dich aus. Und ich mache jetzt diesen Tisch kaputt, um mal zu zeigen, wie unfair das alles ist. Wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal. Scheiße! So, ich bin wieder da. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Kann ich wieder so heftig kassieren, ne? Das ist unfassbar. Ich muss noch so viel Defensives einziehen. Musst du das? Ich nicht. Ich? Ich hab genug Defenses. So ein Abonnement beim Baumarkt oder woher kriegst du die ganzen Zäune her? Oh mein Gott. Klau die einfach. Die stehen ja eh überall rum.
Okay. Ja, warum sollte man die sonst Diebe confirmed rumstehen lassen, wenn die nicht zu verschenken sind? Das ist doch wie Sperrmüll, den man nach draußen stellt. Den glaubst du auch immer, oder wie? Oder? Der macht... Da nehme ich schon gar nichts mehr zu ein. Hast du mal rüber geguckt? Nö. Guck mal rüber. Ist sehenswert. Junge, das ist ein TIE Fighter, ich sag's dir. Fehlen nur die Flügel. What is he doing? Ich glaube, der hat ein bisschen emotional damage bei seinem Teammate bekommen. Dem habe ich erstmal die Windturbinen geklaut. Oh, der geht nicht her. Das ist nicht gut. Der geht nicht höher. Ey, ich sag mal so, ich fand's eigentlich ganz lustig. Das Problem ist nur, dass die Gegner halt nicht da waren. Mann, das ist doch nervig. Yes, exactly. Und er löscht halt einfach nicht mal das. Er lässt einfach brennen. Er lässt laufen. Er lässt brennen. Boah. Wie zwei Schwerter um seinen Hals gelegt und exekutiert. Mit den Plasma-Lasern. Ja, schöner Trash-Talk, Steffen, aber das war schon wieder eine Scheißrunde. Ja, leider. Ja, leider.